Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier im Refektorium in der guten Stube heute Licht, Sonnenlicht durchflutet, wieder mal ein ganz anderer Eindruck wie sonst. Meistens treffen wir uns hier im Abendlicht bei Kerzenschein oder bei Scheinwerferlicht. Ich darf Sie hier also in unserem Hohen Schloss ganz herzlich begrüßen. Bei den ersten Eindrücken beim Hereinkommen werden Sie festgestellt haben, dass unser Hohes Schloss als noch etwas ungeschliffene Perle sich hervorragend für Ausstellungen wie diese, die wir heute eröffnen, eignet. Weil es eben den Exponaten, auch davon haben Sie sich sicher überzeugt, nichts von deren Wirkung nimmt, sondern sie im Gegenteil verstärkt. Und ich meine, bei Ihren Werken, Herr Rehmhofer, kann man das in besonderer Weise feststellen. Ich darf Sie ganz herzlich bei uns im Park Grönebach begrüßen und ich freue mich wirklich sehr, dass es uns, ich darf sagen, nach 2006 wieder gelungen ist, Sie als einen der renommiertesten Allgäuer Künstler für eine Ausstellung hier bei uns zu gewinnen. Herzlich willkommen. Ja, bereits musikalisch eingestimmt hat uns Oliver Post an der Gitarre. Er war auch 2006 schon dabei, habe ich heute aus den alten Unterlagen ersehen. Auch Sie begrüße ich natürlich ganz herzlich und wir freuen uns auf die weiteren noch folgenden begleitenden Musikstücke von Ihnen. Ihnen einen schönen Abend und viel Freude an der Ausstellung wünschen. Herzlichen Dank.
Sehr geehrter Bürgermeister, lieber Arnulf, liebe Ingrid, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte über den Maler Hannover sprechen und eigentlich alles andere ziemlich weglassen. Ich möchte auch nicht sprechen über die Familie derer von Hannover, die vor Hunderten von Jahren mal sehr wohlhabend waren. Sie waren aber auch jähzornig und aggressiv und tapfere Kriegsleute. Und sie sind halt im Laufe der Zeit dann irgendwann verarmt und heißen heute nur noch Hannover. Hätten halt Maler werden sollen, nicht Grundherren. Er hat auch sehr viel geleistet als Lehrer von Schülern. Vielleicht in Grönbach die Bemerkung, interessant, auch Armin Gehrig war ein Schüler von Arnulf Hannover. Ich bin noch umgekehrt davon überzeugt, dass seine Deckengemälde, zum Beispiel in St. Michael in Sonthofen, auch in 100 und 200 Jahren noch seine Bewunderer haben wird. Arnulf Hannover war ein typischer Allgäuer, der sich nie hat verbiegen lassen, sondern da hätte jeder Kritiker sagen können, was er wollte, er hätte seinen Stiefel weitergemacht. Ich glaube, das ist auch, das ist vielen Leuten nicht bewusst. Ein Maler malt immer nur für sich selbst. Wenn es ein guter Maler ist, malt er seine Bilder nur für sich selbst, er malt sie nicht mit dem Aspekt, das soll ankommen oder das soll irgendjemand kaufen oder jemand gefallen. Er malt sie für sich selber. Und sie sehen, und gerade an den großen Bildern, wie Arnulf Hannover mit dem Material arbeitet. Wie die Bilder zigmal übermalt ist, ganz machtgeordnete Bilder, sehr stark durchgebaute Bilder. Er baut Menschen als Objekte, als Möglichkeiten, Farben an die richtige Stelle zu bringen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre einführenden Worte zu Künstler und Kunst. Also Sie haben das Ganze auch in den zeitlichen Zusammenhang gepasst und wir werden Ihre Worte beherzigen und werden natürlich die Werke noch einmal vielleicht mit dem besonderen Auge anschauen. Vielen herzlichen Dank und ich möchte Ihnen als kleines Dankeschön auch und Erinnerung ein Fläschchen unseres Schlosssektes mitgeben. Vielen Dank, dass Sie uns in den Abend eingeführt haben. Und auch Ihnen, Herr Post, darf man ein kleines Fläschchen für Ihr Engagement, für Ihren Vortrag, Ihren musikalischen Vortrag überreichen. Und es bleibt mir eigentlich jetzt nur noch übrig, Ihnen, meine Damen und Herren, oder wollten Sie jetzt noch was? Wollen Sie noch was sagen? Ja, dann, wir haben vorher gesagt, er weiß noch nicht gewiss, aber kommen Sie her. Dankesworte an Sie, Herr Bürgermeister, an André Meyer und an unseren Gitarristen, der zum Abschluss ein Musikstück bringen, zeigen oder zum Gehör bringt. Erinnerungen an die Alhambra. Ansonsten danke ich ganz herzlich für den regen Besuch und bei Ihnen, Herr Bürgermeister, für die Möglichkeit, hier nochmal meine Bilder zu zeigen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Hinhofer. Dann freuen wir uns auf die Alhambra und Ihnen wünsche ich allen hier noch einmal einen schönen Abend. Herzlichen Dank.